Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der FIFA 16 Trainerkarriere hier bei mir auf meinem Kanal auf Tour Summer Gaming und beim ersten FC Kaiserslautern. Das ja, wir waren ja letzte Woche nicht ganz so erfolgreich, ja, und deswegen machen wir jetzt auch zuerst mal Training, ja, und wir laden die vorherige Einheit und lassen die aber alle ab jetzt Goldtraining machen, ja. Und zwar würde ich sagen, wir nehmen den Finne mal mit, damit der ein bisschen stärker wird diesmal im Training. Und lassen den, wie gesagt, hier ein Gold-Training machen. Ja, der braucht aber keine zwei Trainings, deswegen werde ich den da wieder rausholen. Da hätte ich aber gerne den Görtler, dass der hier steigt, dass der ebenfalls ein schwieriges Training macht. Cibilko hat schon ein schweres Training, da ist nochmal der Görtler mit dabei. Dann nehmen wir den aber raus und dann nehmen wir hier mal ein paar Innenverteidiger mit, nämlich den Stiepel, der kann sich da mal noch ein bisschen verbessern, der macht auch ein schweres Training. Und hier vorne hätten wir gern, weil mir das beim letzten Mal nicht gefallen hat, mit unserem Torhüter, da nehmen wir den Marius und der Marius kann sich ruhig auch mal ein bisschen verbessern. So, dann haben wir jetzt überall Goldtrainings, dann werden die Training zwar insgesamt schwächer, aber die Jungs steigen leichter, wie ihr seht. Ja, und dann gucken wir jetzt nochmal, dann drücken wir hier mal auf alles simulieren, dann schauen wir mal, wie es da dann aussieht. Jawohl, seht euch das an und Görtler steigt direkt auf eine 62, das ist doch schon mal eine Maßnahme. Ja? Das ist doch schon mal eine Maßnahme. So, Training beendet für diese Woche, dann. Lozano vergisst das Tore schießen, das ist wohl wahr, das können wir uns mal gerade noch. Heidenheim hat Kaiserslautern in einem Ligaspiel 3:1 besiegt, ja, und zwar noch zu Hause bei uns, ne? Die beiden Trainer, Gärten, ja, Schiedsrichter, ja, wir haben, ja, ne, wie immer. Sechstes Spiel in Folge ohne Torerfolg für Irving, für unseren guten Irving Lozano, und ich war den Transfers und ich zeige euch jetzt mal die Wunschliste. Ja, also, wir haben da Florian Dick auf der rechten Verteidigerposition, aber ich weiß nicht, ob wir den noch nehmen. Dann Luca Caldirola für die Innenverteidigung und ebenfalls für die Innenverteidigung Agostino Camigliano von Udinese Calcio. Die werden jetzt alle gescoutet. Auf der linken Seite hätte ich gern Ebner von Real Madrid, der ist zum Ausleihen. Defensiv, ihr wisst, ich mag ihn, Mahmoud Dahoud. Wir haben die Karriere verfolgt, hat auf Xbox 360, da hatten wir ihn auch schon. Mal schauen, ob wir den zum Winter eventuell für eine lange Leihe ausleihen können. Roddy Classi vom FC Southampton werden wir wahrscheinlich nicht bekommen, lassen wir aber auch mal scouten, weil der ist erst gewechselt vom RSC Anderlecht für 12,5 Millionen nach England. James Ward-Prowse, junges Talent im zentralen Mittelfeld, ebenfalls von Southampton. Ja. Links Ronaldo Arons, den kennt ihr ja schon von Newcastle. Und ebenfalls auf links, der aber auch rechts und Schirm spielen kann. Und ein Mann wäre definitiv nach Kaiserslautern passt, ist Guido Burgstaller vom Club. Ja. Und ich hoffe, dass wir den kriegen. Nichtsdestotrotz schauen wir jetzt nochmal ins Büro. Ja, Colak ist gesperrt, das wissen wir. Ne? So, Nachricht löschen, ja, und aktuelles aus Argentinien brauchen wir nicht. So, das heißt, wir, verzeiht, gehen jetzt auf die Mannschaft, ja, wir gehen jetzt auf die Mannschaft und werden hier mal ein bisschen umstellen, weil das kann alles nicht sein. So, also, Finne bleibt drin, Colak ist rot gesperrt. Für Görtler bringen wir nochmal den glücklosen Lozano, ja. So, dann Colak muss ja hier runter von der Bank, ne. Für Colak nehmen wir den Mockenhaupt mit. Ja. Und ich möchte das auch gerne ein bisschen um. Ich möchte nämlich die Raute nicht mehr haben. Ja. Ich möchte die Raute nicht mehr haben. Ich möchte nämlich ein bisschen anders spielen. Ja. Und zwar. Ja. Ich möchte die Raute nicht mehr haben. So möchte ich momentan spielen. Ja, also Lozano und Finne vorne drin, dann Halver wieder auf rechts, Jensen auf links, ja, Ring zentral, Ziegler zentral und innen, ihr wisst, Wutscher Heubach, links Löwe, rechts Jean Zimmer. Ja, so, das gefällt mir doch momentan dann schon mal viel besser. Ja, wie gesagt, teilweise haben sie alle
absteigende Form. Dann müssen wir mal gucken, was wir da machen. Vielleicht nehmen wir mal den Gauss noch mit für den Reichert. Ja, und dann schauen wir einfach mal. Aber so lassen wir es jetzt erstmal. Und mit dieser Mannschaft gehen wir jetzt ins nächste Spiel. Und zwar auswärts beim SV Sandhausen. Geht es nämlich da weiter. So, da gibt es noch einen Scout-Abschlussbericht und aktuelles aus Deutschland. So, dann haben wir 6 E-Mails. Und die gehen wir jetzt auch zuerst noch lesen, bevor es mit dem Spiel losgeht. So, also aktuelles aus Deutschland braucht kein Schwanz. Aktuelles aus Argentinien auch nicht. Aktuelles aus Australien auch nicht. So, den möchten wir ansehen, den Scout-Bericht. Wert 3 Millionen ist ein 67er linkes Mittelfeld. Naja, ob wir den unbedingt brauchen, keine Ahnung. Ja, aber den lassen wir auf jeden Fall mal drin. Gehen wir noch auf Detailinfo. Mal gucken. Vertrag läuft in 9 Monaten aus. Den könnten wir uns ja holen und hochtrainieren. Ja, den könnten wir uns ja holen und hochtrainieren. Das wäre doch schon mal eine Maßnahme. Das wäre doch schon mal eine Maßnahme. Entschuldigt, da hat meine Tochter aber gerade gedrückt. So. So, Maurice Deville möchte uns was fragen. Was möchte der uns denn fragen? Jetzt haben wir es gar nicht mehr gelesen. So, hallo Chef, ich hoffe, Sie rotieren mal ein bisschen, geben mir ein wenig Spielzeit. Ja, machen wir demnächst. Und Ruben Utgard Jensen. Ja. Wir brauchen nicht unbedingt jemand anderen im linken Mittelfeld, weil der Jensen ist eigentlich schon ganz gut. Also Maurice Deville möchte spielen. Deville möchte spielen. Haben wir den Deville eigentlich mit? Ne, wir haben den Görtler mit. Wie ist denn der Deville? Komm. Nehmen wir ihn mal mit. So. Alle gut trainiert, alle fit. Na, hoffen wir es doch, dass das heute wenigstens auswärts in Sandhausen dann was wird. So, dann quatschen wir nicht mehr lang. Gehen wir aufs Spielen. Freitag, der 16. Oktober, Kaiserslautern zu Gast in Sandhausen. Ja, es ist bewölkt. Schiedsrichter ist Steffen Schwurbel. Anstoß 18.30 Uhr. Freitagabend in Sandhausen, Leute. Gucken wir dann einfach mal, was das jetzt wird. Jawohl. Nächster. Ah, vorbeigerutscht. Okay, zum Spiel Menü-Taste drücken. Und auf geht's. Bundesliga an der Court Lane in Sandhausen. Keine Ahnung, wie das Stadion von Sandhausen heißt. Wenn das jemand weiß, mir einfach bitte mal aufschreiben. Während da die Mannschaften kommen und sich begrüßen. Ja, da sehen wir nochmal. Spieler im Fokus von Sandhausen. Unguidica. Okay. Da ist er auch. Da ist er auch. Hat im letzten Spiel 2 Tore gemacht. Na, dann gucken wir mal, was das wird. So, Anstoß. Stopp, eins wollte ich noch machen. Ganz schnell bei den Einstellungen. Und zwar bei den Spieleinstellungen. Und zwar hier. Spieleranzeige. So, Spielername, genau. Genau so wollte ich das haben. Und Spiel fortsetzen. Jawohl, genau so wollte ich das haben. Heubach jetzt. Ring. Finne. Finne wollte ihn da durchstecken. Kann sich aber da durchsetzen. Ah, gegen Kister, wollte ich schon sagen. Jawohl, Finne, aber kann den da nicht mehr rausholen. Aber wir spielen da ein gutes Pressing bis jetzt. Da wollten wir auch raufgehen. Wollten auch Pressing spielen. Müssen wir warten, bis wir den Ball haben. Ja, es ist doch gut jetzt mit der Aufstellung. Ich hätte gern den Ball. Roten. Jawohl, schön mit 2 Mann drauf. Jensen. Heubach. So, wir spielen offensiv natürlich. Und Pressing. Rüssel. Schöner Ball auf Jensen.
Jensen Doppelpass mit Löwe. Löwe macht da den Stopp. Löwe bringt die Flanke, da ist aber keiner. Zimmer. Ziegler. Komm, draufgehen, draufgehen, draufgehen. Jawohl, schön den Körper reingestellt von Alex Ring. Schön gemacht. Heubach. Wieder über die linke Seite. Löwe, jetzt in die Mitte. Jensen. Schöner Flankenwechsel, Ring. Schön auf Daniel Halfa. Halfa kann jetzt gehen. Halfa, immer noch Halfa, wird da abgedrängt. Kann sich aber noch durchsetzen, kann die Flanke auch noch bringen. Kann die Flanke tatsächlich bringen, der gute Daniel. Sollte aber tatsächlich Abstoß geben. Ja, gibt Abstoß vom Tor vom SV Sandhausen. 15 Minuten gespielt, bis jetzt Kaiserslautern bemüht und im Vorwärtsgang. Und jetzt zum ersten Mal die Sandhausen. Tide, Wutschur, kein Problem. Zimmer. Patrick Ziegler. Finne auf Halfa. Und Halfa schon wieder vorbei. Jawohl, Halfa mit einem schönen Ball auf Ziegler. Ziegler! Ziegler! An den hinteren Torpfosten. War der Winkel ein bisschen zu spitz. Aber bis jetzt zählen wir doch schon mal ein gutes Angriffsspiel vom FCK. Und noch gar kein Angriffsspiel von Sandhausen, weil wir eben jetzt gut stehen. Ja, vielleicht ist tatsächlich dieses bisschen defensivere 4-4-2 mit einer offensiven Ausrichtung taktisch die beste Aufstellung für den FCK. Schön gemacht von Zimmer. Ring. Schön weitergeleitet von Jensen, der sieht Löwe da kommen im Augenwinkel. Jetzt Chris Löwe. Chris Löwe kann flanken! Und kurz bevor Lozano da den Kopf hinhalten kann, kriegt er da den... Nee, das war Lozano. Also Lozano hält an den Kopf hin, köpft aber leider Gottes nur ans Außennetz. War ein bisschen zu überhastet. Halten wir fest, 24 Minuten rum. Kaiserslautern jetzt schon mit dreimal vorm Tor gewesen. Wieder Halfa. Schöner Ball. Aber da springt Kister dazwischen. Tide. Linzmeier. Na los, geht rauf, wir spielen Pressing. Draufgehen, 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 Linzmeier! Müller und Halfa können da gerade noch klären. Wutschur kann da klären und müsste Abstoß geben, weil Klingmann den Ball da noch berührt. So, da ist Lozano mit seinem ersten Schuss, den er da hatte, mit seinem Kopfball. Hätte nicht ganz so überhastet rangehen sollen, muss ich doch sagen. So, Abstoß Müller. Sehr schön, Ring abgelaufen, holt sich den Ball wieder. Ziegler. Lozano. Schlechter Ball auf Ziegler. Tide. Halfa abgelaufen. So, jetzt muss Halfa aber gehen, weil Finne spielt da auf Halfa. Finne spielt da auf Halfa. Kommt er hin? Kommt er hin? Ja, er kommt hin. Kann auch die Flanke noch bringen, aber die geht ins Aus, weil ist viel zu weit für den guten Irving Lozano. Wir spielen gut. Wir bemühen uns. Ja, bis jetzt leider noch ohne Torerfolg, aber auf jeden Fall zwingender mit zwingenderen Aktionen als Sandhausen. Wieder Ziegler. Finne auf Halfa. Halfa lässt sich da von Takwanda den Ball abnehmen. Tide, Kratz. Schöner Seitenwechsel jetzt auf Wooten. Jawohl. Da wird Jensen ermahnt, aber ich habe da keinen Foul gesehen, weil wir gehen da zum Ball. Und dass er da noch über uns fällt, ist doch nicht unser Problem. Ja, also wie gesagt, muss man jetzt nicht unbedingt als Schiedsrichter so reingehen. Jawohl, Jensen organisiert sich da den Ball. Sehr schön. Jetzt Ruben, Utgard, Jensen.
Jensen. Jensen! Der geht doch da direkt drauf. Auf den Linzmeier. Müssen wir stören, dass die Fehler machen. Müssen wir pressen. Ja. Gut. Halbzeit. Halbzeit. Jetzt hat auch kurz vor der Halbzeit ein bisschen dann die Konzentration nachgelassen, muss ich sagen. Mal bis jetzt gefällt es mir besser als die anderen Spiele bisher. Ja. 0:0. Zur Hälfte in Sandhausen. Auf den anderen Plätzen Heidenheim 0:0 zu Hause gegen Bielefeld. Und Duisburg führt 1:0 gegen den SC Freiburg. Momentan sehe ich eigentlich nur hier bei Alex Ring ein bisschen Potenzial zum Wechseln. Ja. Und wir werden aber noch ein bisschen warten, bis wir wechseln. Ansonsten gehen wir einfach wieder rein und spielen so weiter wie bisher, weil das gefiel mir doch eigentlich ganz gut. So, Anschluss zur zweiten Hälfte. Sandhausen. So, da kann sich Lozano fast den Ball organisieren. War da ein wenig überrascht, dass er den da bekommen hat. Nach diesem Fehlpass. Linzmann. Klingmann. Jawohl, schön gestört. Schön dazwischen. Löwe holt sich den Ball. Jensen hilft da hinten mit. Sehr schön. Halfer. Halfer jetzt durch die Mitte. Halfer, und da spielt er den Pass. Auf Finne. Finne! Aber Knaller kann da ganz leicht abtropfen lassen. Na ja gut, wie gesagt, ist halt kein Real Madrid, ne? Ist der erste FC Kaiserslautern. Aber ich denke mal, wenn wir dann im Winter nur ein oder zwei neue Spieler kriegen. Gut, Schuhe hier, sehr schön gemacht. Da lässt er sich aber den Ball abnehmen. Tide. Wieder gut, Schuhe, sehr schön. Was? Ja, ein Foul. Okay, da gibt er jetzt Freistoß, aber. Ja, man muss ja, weißt du, man muss auch mal ein bisschen kampfbetont spielen. So, und dann geht Tide und Wooten gehen jetzt raus und Kosecki und noch einer kommt, schon nach 54 Minuten. So, jetzt Freistoß für den SV Sandhausen. Überhaupt kein Problem, Alex Ring kann den da weghauen. Linzmeier, Kista und oben drüber. So, Abstoß, Marius Müller. Also unsere Pässe kommen zu 84%, da bin ich eigentlich zufrieden mit. So, dann stellen wir mal auf hoher Druck. Müller, nochmal Müller im Nachfassen. Und es gibt Eck. Ecke für Sandhausen, 60. Minute, immer noch 0:0. Müller. Hat das Ding jetzt. Komm, jetzt macht das Spiel schnell. Ziegler. Zimmer. Halfa. Halfa geht die Linie entlang. Immer noch Halfa. Kann die Flanke bringen. Kister hält den Kopf dazwischen. Das heißt Ecke Kaiserslautern. So, und jetzt geht Munguji da raus und Jovanovic kommt. So, Ecke Lautern. Alex Ring. Löwe, Löwe. Er wollte abziehen, ist aber ausgerutscht. So, Ball wieder nach vorne. Jensen, faul, wird er gefault. Jensen wird er gefault. Und wir kriegen dann Freistoß. Und es gibt Gelb. Gelb für Kevin Kratz in der 70. Minute. So, sind 31 Meter. Ich weiß nicht, ob ich da Chris Löwe als Linksfuß gern hätte. Ich drücke doch RT.
Da hätte ich vielleicht gern. Ah ne, das ist ja Jensen. Da hätte ich vielleicht gern den Lozano als Rechten. So, dann gucken wir einfach mal, ob er es hinkriegt. Abgefälschten, deswegen kann Knaller den einfach so aufnehmen. An der Mauer ging er vorbei und Knaller kann den aufnehmen. War natürlich kein so Knaller. So, jetzt Ziegler. Lozano, lass dir da nicht den Ball abnehmen, Junge. Doch, lässt er. Ratz ist jetzt gelb vorgewarnt. Ziegler. Halfa. Ah, Halfa mit dem Fehlpass. Wollte er in die Mitte bringen. Gute Idee. An der Ausführung hat es ein bisschen gehapert. Jetzt Linzmeier. Kein Problem für Wutschur. Kann zum Einwurf gehen. Klingmann. Was war jetzt? Da stand Jensen nur davor. Ich schwöre euch, ich habe keinerlei Taste gedrückt. Also warum, dass es jetzt da Freistoß gibt, weiß echt nur der KI-Schiedsrichter. Das weiß echt nur der Schiedsrichter, warum es jetzt da einen Freistoß gibt für den SV Sandhausen. Ja, und da ist es auch drin. Kopfballtor 1-0 Sandhausen, 79. Minute. Also warum es da jetzt einen Freistoß gab, überhaupt keine Ahnung. So, wir gehen aber auch mal rein. Wir wechseln. Jetzt machen wir Finne mal raus. Bringen Schibilko und bringen den Osei Quado für den Ring. So, gucken, dass wir wenigstens nur Unentschieden spielen. Ich bin mit diesem 1-0 jetzt hier gar nicht zufrieden. Also Finne sehr glücklos momentan. Heubach, sehr schön. Schöner Pass auf Halfa. Und da ist es! Wird aber auch Zeit, Lozano mit dem Kula-Ausgleich. 1:1, 84. Minute. So, jetzt kommen die Wechsel. Und wir gehen jetzt wieder mal runter auf ausgeglichen, weil sehr offensiv brauchen wir jetzt nicht mehr, weil jetzt keins mehr fangen die letzten 4 Minuten. Und dann geben wir uns eben mit diesem Unentschieden eventuell zufrieden hier. Zimmer. Immer noch Zimmer. Ah, da fehlte der Mann. Schöner Pass, da kommt der Pass auch durch den Strafraum. Wir kriegen den Ball nicht mehr weg jetzt. Müssen wir aber gucken, ist jawohl, schön gemacht von Jensen. Löwe will den Ball nochmal nach vorne spielen, da fehlt jetzt aber auch die Kraft. 3 Minuten Nachspielzeit gibt es, sagt der Schiedsrichter. Und da ist es aus und zu Ende. Und wir spielen auswärts in Sandhausen 1:1 unentschieden. Mit Glück, muss ich sagen. Erste Halbzeit waren wir definitiv besser. Zweite Halbzeit erlöst sich Lozano dann selbst und die ganzen Fans und uns. Ja, und macht gerade noch so kurz vor Ende den 1:1 Ausgleich. Naja. So. Also hat dreimal draufgeschossen, hat wenigstens ein Tor gemacht, der gute Irving. Ja, so, und dann gucken wir mal, hier ist wieder nochmal die Spielinfo. Wir hatten 7 Schüsse, 4 davon aufs Tor, waren Ballbesitz besser, mehr Zweikämpfe. Ja, unsere Schussgenauigkeit war besser, Passgenauigkeit war ziemlich ausgeglichen. Lozano kriegt dann natürlich mit einer 7,1er Bewertung das Ding noch. So, und dann gucken wir uns noch die anderen Ergebnisse an. Heidenheim gewinnt zu Hause gegen Bielefeld und Duisburg gewinnt 2:0 zu Hause gegen den SC Freiburg. So, wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Vielleicht schaffen wir heute ja mal 5 Likes. Ne? Und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir gern, falls ihr das noch nicht getan habt, ein Abo dalassen, weil dann verpasst ihr gar nichts mehr. Ich bin der Thorsten von Thorshammer Gaming und ich sag, macht's gut, Leute. Tschüss, bis dann.